Also nach der Ausbildung ging es direkt los. Die Halle ist voll, muss ich wirklich sagen. Sie ist voll, es kommt saugut an in jeder Altersgruppe, wirklich. Die ja vorher schon in meinen anderen Kursen waren, die haben schon gesagt, oh Gott, Magda, was kommt da auf uns zu? Und das kann ich mit Sicherheit nicht. Die sind aber auch tatsächlich direkt die erste Stunde gekommen und die geben Gas und es macht den total fun. Also in der Zeit, wo es jetzt mal auch so heiß war und ich mal eine Stunde absagen wollte oder beziehungsweise reingefragt habe, kommt ihr oder nicht? Immer Daumen hoch, waren dabei und das freut mich. Es kommt wirklich super, super gut an. Am Anfang habe ich noch gedacht, also ist mir am Anfang auch ein bisschen mit dem Zählen und so ein bisschen schwer gefallen, aber man kommt da rein. Ne? Also man kommt da wirklich rein. Ja, die Musik zieht die Leute immer mit. Dadurch, dass es ja in diesen Variationen aufgebaut ist, kann auch wirklich jeder da mitmachen. Ne? 5, 6, 7, 8. Also ich bin die Magdalena, ich bin 36 Jahre alt, habe 2 Kinder, bin hauptberuflich Arzthelferin beim HNO-Arzt und gebe Fitnesskurse. Das erste Mal habe ich Hit the Beat gesehen bei YouTube, viele Übungen. Und mir hat halt einfach gefallen, dass es da so viele Variationen gibt oder dass man einfach so viel mit seinem eigenen Körper machen kann. Und deswegen hat es mich sehr angesprochen. Und dann muss man auch sagen, die coole Musik dazu macht einfach Fun schon nur beim Zusehen. Und dann habe ich das auch versucht, so ein bisschen auszuprobieren. Und genau so habe ich eigentlich, bin ich auf Hit the Beat gekommen. Bevor ich angefangen habe mit der Ausbildung, habe ich überhaupt überlegt, muss ich das vor Ort machen? Klappt das im Alltag, das Ganze vorzuführen? Also, dass ich mir irgendwie eine Pause nehme und da vor Ort sein muss mit den Kindern und Arbeit und so. Und als ich das dann auch erfahren habe, dass das auch online geht, habe ich mich eigentlich schnell entschieden, das einfach durchzuziehen. Ich fand es wirklich cool, dass man das online machen kann, weil man sich einfach die Zeit einteilen kann. Und das ist definitiv auch möglich, das innerhalb von 3 Monaten zu schaffen. Also die Übung Stück für Stück durchzugehen. Ich habe auch sehr viel wirklich mitgenommen von den Videos, die Peter dann auch gegeben hat an Info und was ich auch wirklich in meinen anderen Kursen auch immer mit dazu sage. Und das hat mir wirklich viel geholfen. Und es war halt am Anfang so ein bisschen mit diesen Einschickvideos, wo ich mir wirklich manchmal selbst im Weg gestanden habe, dass man es perfekt machen will, was eigentlich definitiv vom Support dann auch gar nicht so rüberkam, dass das jetzt hätte perfekt sein müssen oder so. Ne? Das fand ich auch immer ganz, ganz toll, diese Support-Videos. Da wird sich auch echt viel Zeit genommen und alles Stück für Stück erklärt, wo ich echt sagen muss, Hut ab. Es ist nicht nur so irgendwie, super gemacht, du hast es bestanden, sondern wirklich, man ist Schritt für Schritt, Stück für Stück darauf eingegangen. Ganz toll. Nach der Ausbildung ging es direkt los. Die Halle ist voll, muss ich wirklich sagen. Sie ist voll, es kommt saugut an in jeder Altersgruppe. Wirklich. Die ja vorher schon in meinen anderen Kursen waren, die haben schon gesagt, oh Gott, Magda, was kommt da auf uns zu? Und das kann ich mit Sicherheit nicht. Die sind aber auch tatsächlich direkt die erste Stunde gekommen und die geben Gas und es macht den total fun. Also in der Zeit, wo es jetzt mal auch so heiß war und ich mal eine Stunde absagen wollte oder beziehungsweise reingefragt habe, kommt ihr oder nicht? Immer Daumen hoch, waren dabei. Und das freut mich. Also es kommt wirklich super, super gut an. Ist mir am Anfang auch ein bisschen mit dem Zählen und so ein bisschen schwer gefallen, aber man kommt da rein. Ne? Also man kommt da wirklich rein und ja, die Musik zieht die Leute immer mit. Dadurch, dass es ja in diesen Variationen aufgebaut ist, kann auch wirklich jeder da mitmachen. Am meisten gefällt mir wirklich, dass man es drauf aufbauen kann, beziehungsweise diese Schwierigkeitsgrade und dann noch mit Stair-Push-Ups und sowas mit einbauen kann. Ich hatte die Woche woanders dann nochmal eine erste Stunde. Da habe ich es auch wirklich dabei bei der einfachen Variation belassen. Und dafür, dass ich das erst seit Mai in meiner anderen Gruppe mache, wo ich die Woche dann am Dienstag Gas gegeben habe, sieht man einfach, wie sich das entwickelt, wie man das drauf aufbauen kann, ne? Und es nicht langweilig wird. Ne? Und das ist halt das Schöne, es wird nicht langweilig. Ich bin zwar schon am Überlegen, auf jeden Fall, ich werde definitiv weitermachen, weil es einfach so gut ankommt. Dieses drauf aufbauen und dass jeder einfach mitmachen kann und
man es einfach mit seinem Körper, man braucht nichts. Man braucht Handtuch, was zu trinken, also ein Handtuch definitiv und was zu trinken, ansonsten nichts. Ne? Man kann es auch überall machen. Drei ausschlaggebenden Wörter bei Hit to Beat ist wirklich Hochintervall. Also es ist, man kommt richtig, richtig ins Schwitzen und man ist nach 40 Minuten definitiv ausgepowert. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und geile Musik. Und tolle Leute drumherum. Also das Feedback von den anderen ist tatsächlich, also die Woche hatte ich auch zwei Kurse hintereinander. Einmal normales Bodyforming und das. Die Leute waren bei dem Hit the Beat, waren mehr, definitiv mehr da. Es macht einfach Spaß. Es macht den Leuten unheimlich viel Spaß und zieht sie mit. Also es reißt sie einfach mit, wirklich so, ja.